So, herzlich willkommen zurück. So, direkt mal hier Radio anschweifen. Und dann, let's go. So, jetzt ist die ja, doch, wir hatten getankt. Okay, sehr gut. Warum habe ich die Doppelblinker aktiv? Hä? Schaltet ihr deine Blinker genau in dem Moment aus, wie ich ihn ausschalten wollte? So. Wir haben 20.000 verdient irgendwie, ne? Hat sie nicht nur 40.000 gehabt? Geil. Na gut, bald gleich kommt aber die nächste Ratenzahlung. Aber trotzdem geil. So, wo geht eigentlich unsere Strecke überall lang? Schade. Alternativrouten bieten sich hier leider nicht an. Ob ich so schnell fahre. Ich rolle nur. Was? 25? Ich frage mich schon, warum die ja alle so langsam fahren. Passt alles gut. Go straight on.
Bestell ich jetzt oder was? Nicht wirklich, ne? Wow, wo kommt die Kurve her? Das würde auch erklären, weswegen er nicht beschleunigt hat. Deswegen, meine lieben Kinder, bei Nebel, also zumindest bei so dichtem Nebel wie hier, nicht überholen. Denn ich mache es, damit ihr es nicht mehr machen müsst. Ne? Ich meine, gut, ich hätte doch einfach mal auf mein Navi gucken können, aber hey. Das wäre doch viel zu einfach gewesen. Oh ja. Man merkt mittlerweile schon, wie nass die Fahrbahn ist. Ich meine, eigentlich habe ich so eine Tracking-Reifen hier drauf. Die haben auch ein ordentliches Aquaplaning. Aber... Aussichtspunkt? Aussichtspunkt? Wo? Ach so, da vorne. Ich dachte schon da. Wollen wir da mal hinfahren bei dem Regen? Ich weiß auch nicht, ob das da Sinn macht, aber hey. Was, wie, wo, was? Was ich mal gerne gucken möchte, ganz kurz. Wenn ich mich gerade nicht verguckt habe, ist nämlich die Straße, wo wir gerade stehen geblieben sind. Wo soll ich jetzt überhaupt eine Blondine am Steuer hier? Guckt euch die Dame an. Die hat den Kackführerschein noch in der Lotterie gewonnen. Kommt die mir einfach entgegen hier, ey. Scheiß Geisterfahrer! So, hier ist nicht gar keine Absperrung. Ah, wusste ich's doch! Hat nämlich gerade schön in diesem Cinematic-Dingsterbumster da gerade gesehen, dass hier doch eine Absperrung ist. Was? Okay. Wo geht's denn hier lang? Nee, dass er nämlich vorne bei gar keine Absperrung war. Achso, ist nur hier der kleine Bereich. Aber was ist hier denn? Ich meine, gut, hier ist eigentlich. Kann man hier parken oder was? Nee, parken kann man hier auch nicht. Oder er lässt mich nur wieder nicht, weil Baum. Aber ansonsten scheint es nicht so viel zu geben. Oh, der Doppelblinker an da hinten? Ja, nee, also. Wirklich was geben tut sie nicht. Schade. Außer Motorschaden. Gut. Dann wissen wir also, da ist ein schöner Geheimgangschleichweg links gedöns. Ah ja. So.
Ah, sieht schon echt geil aus. Schön im Regen. Was habe ich gerade gedrückt? Ich hätte schwören können, dass ich gerade die Q-Taste gedrückt habe. Die womit ich gucken kann. Aber irgendwie hat der Kartropfen gelenkt. Ja, im Regen sieht aber. Oh, man sieht sogar hinten unser Sternkissen. Lol. Hey. Oh. Nice. Hey, was ist das für ein Lied? Felix trifft Justin Bieber. Hoffentlich wird der Ringwald mal wieder auf hier. Ist ja schlimm. So viel Wasser. In der Wüste. Digga, wie unnatürlich. Alles, was hier runterregnet, ist höchstens die Hoffnung der Menschheit. Wieso blinkt es da rot? Wer ist jetzt oder was? Oder wie? Oh, ja. Ey, du hast locker vorbeigepasst, Junge. Hat er nicht gesehen, dass ich gebremst habe? Was ein Noob. Wisst ihr aber echt gerne, was um dieses rot blinkende Licht da bedeutet hat. Was da einfach mal so über der Kreuzung gehangen hat. Weil ich meine, wenn ich eine Ampel dargestellt hätte, also einfach ne, als Achtung stehen bleiben, dann hätte sie eigentlich rot einfach leuchten müssen, aber nicht blinken. Also blinken ist ja eigentlich eher so wie Baustelle oder Bahnübergang oder sowas, aber war da ja nicht. Ja, suspekt. Die Amis haben schon verrückte Ideen. Mal so hier. Soll er jetzt ab der 1.45er Version so einen automatischen Ringschwischer geben, der sich je nach Stärke des Rings automatisch, also selbst einstellt, wie stark er hier Dings hat. Wow, geil. War zwar gerade eher eine Affekthandlung, weil der LKW auf einmal vor mir kam, aber mein Instinkt hat mich nicht verraten. Oder nicht geirrt, vielmehr.
Oh, das ist ja auch so eine enge Kurve, Alter. Ei. Da kommt wieder eine enge Kurve. So, volle Fahrt voraus. Was ist da vorne? Achso, ein paar Silos. Das ist ein Industriegebiet hier. Nice. Halt dich doch vor. Schön, schön. Oh, war wieder so schnell? Oh, ein bisschen. Wow. Warum blinkt denn der nicht? Ah. Ja, siehst du, das ist zum Beispiel so was Blödes bei diesen Lampen. Die leuchten, wenn er normal fährt, und leuchten hell, wenn er bremst, und blinken, wenn er abbiegt. Ja, aber so wie er gerade, wenn er blinkt und dabei bremst, dann erkennst du nicht mehr, dass er blinkt. Aber der hält einfach dauerhaft leuchten. Also das ist ein bisschen... Deswegen dieses Ambi-System mit den Lampen... Hat so seine Tücken. Sagen wir mal so, ne? Also... Behindert würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil man kann es ja ordentlich implementieren. Sobald du hinten zwei Paaren Lampen hast, kannst du es ja ordentlich voneinander trennen. Dass halt die inneren leuchten, wenn du bremst, und die äußeren blinken, wenn du abbiegst. Aber wenn du so wie der da hinten nur ein Paar an Lampen hast, dann ist halt einfach blöd designt an der Stelle, weil damit kannst du dann halt nicht mehr alles abbilden. Wobei es ja wohl im echten zumindest, habe ich es schon gesehen, gibt es LKWs, die haben quasi drei Stufen. Die halt leuchten gedimmt, wenn du halt normal das Licht an hast. Dann leuchten sie wesentlich heller, wenn du bremst. Und ja, wenn du halt blinkst, dann blinken sie halt heller. Und wenn du aber quasi bremst und blinkst, dann leuchten sie halt auch hell, blinken aber noch heller. Also das sind quasi drei Stufen bei der Helligkeit. Ja, ups, ich wollte hupen. Party hart. So einen roten, ja, würde ich am liebsten bei mir auf dem Kuhfängeraufgang haben. Leider geht das hier im Game nicht. Den schiebe ich einfach nur, dann macht er Vollbremse und bremst mich dabei auch mit runter. Wie unrealistisch. Nee. So eine Fahrer braucht das Leben. Weißt du, da habe ich vorhin ja so vor 3, 4, 5, 80 Folgen die NPCs gelobt. Und dann so eine Scheiße hier. Ich nehme alles zurück. Bin zu dumm zum Kacken. So. Alter, wie lange das hier regnet, ne? Finde ich persönlich aber schöner, ne? Wenn es seltener regnet, aber dafür, wenn es regnet, wesentlich länger regnet. Hier finde ich, gerade bei dem ETS... habe ich das immer so als störend empfunden. Dass es zum einen immer doch sehr häufig geregnet hat. Das kannst du dir einstellen.
Aber vor allen Dingen, wenn es geregnet hat, immer nur so 2 Minuten oder warst du wieder vorbei, also. Da finde ich dafür schon wesentlich schöner. Was ist schon wieder los? Sorry. Ja. Wenn ich mich gerade verguckt habe, gab es aber keinen Lackschaden. Sehr schön. Ich beschleunige auch einfach wild drauf los, nicht? Weil ich fahre schon fast 80. Ha. Würde vielleicht auch erklären, warum die Straßen so voll sind. So dezent. Auch vor allen Dingen das bei dem Regen, Alter. Fahrbahn so glatt wie beim Eislauf und ich raste mit 90 km Sachen lang. Das kann ja nur gut gehen. Nee, überhaupt mich nicht. Ich bin der Gewinner. Ey. Arschloch. Hallo, sieh vorbei. Danke. Wie der abgeht, was ist los mit dem? Hat er gerade Hummel im Arsch? Dachte, bei mehr als 80 fällt der Wagen auseinander. That was a good one. So, Ring hat auch endlich aufgehört. Was? Hab ich jetzt mal an? Nee, ist aus. Okay, nee, ist an. Auch leck mich doch. So. Warum zieht der LKW da vorne jetzt gerade nach links? Mal Hupe bereithalten hier. Fast ein Opfer, Alter. Der ist der LKW davon jetzt echt nach links ausgeschert, nur um zurückzufallen. Mein Arm hier juckt, was ist denn los hier? Sehr suspekt. So. Ja, da ist er ja. Der Typ mit dem Hummel im Arsch. Haha, hab dich überholt. Mistkerl. Mag dich nicht. Weißt du, ich irgendwie in der vorigen Folge glaube, oder war es doch noch dieser? Habe ich mich gerade erst darüber beschwert, dass ich jetzt schon wieder so ein GTA-like Fahrstyle an den Tag lege, ja? Und jetzt stehe ich hier schon wieder auf dem Gas. Was ist denn los mit mir? Kriegst du Angst? Na gut, hier oben wird es eh langsamer, weil geht bergauf. Dann mache ich mal, warte ich mal, bis wir bei 65 sind. Oh, Tempomat rein. So.
halten wir uns mal wieder an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber die fahren ja doch alle so langsam. Weißt du, da bist du die ganze Zeit am Überholen. Und wenn du halt so beim Überholen gerade drinne bist, na denn, hast du doch das Bedürfnis, mal auf deinem Gaspedal einfach zu stehen. Oder direkt eine Straube durchzujagen. Ja, pedal to the metal. So, und jetzt ist er aber so schnell, dass er mich nicht auf die rechte Spur reinlässt. Arschloch. Egal, ich fahr trotzdem nach rechts. Ob es passt oder nicht, ist mir egal. Wer mit mir spielt, hat direkt verloren. Voll die weiten Wiesen hier, lol. Okay, nach der Mission müssen wir auf jeden Fall wieder tanken. Ich meine, irgendwo auch normal. Naja. Hier Gleise? Ja, doch, sind Gleise. Oh. Ich mag Züge. Es wäre halt so geil, wenn man so mit dieser Welt, wie die hier gerade ist, ne, einen Train Simulator bauen würde. Warum macht SCS Software sowas nicht? Ich meine, die Welt von dem, wie die aussieht, bietet sich doch perfekt dafür an. Also jetzt nicht die Map, klar, ich meine, die Bereiche, wo nur Straßen sind, könnte man wegrationalisieren. Dafür bräuchte man natürlich dann andere Streckenabschnitte, wo halt die Gleise lang gehen, klar. Also man müsste natürlich die Welt schon umgestalten. Aber so vom Stil her, meine ich jetzt, ja, so von der Art, wie die Welt designt ist, könnte man hier trotzdem auch locker einen Train Simulator machen. Habe ich aber glaube ich auch schon 5-mal gesagt, ne? Ah ja. Da gibt es bald nicht nur Microsoft Train Simulator, sondern auch einen SCS Software Train Simulator. Das wäre geil. Das wäre schon echt geil. Oh, uns geht ganz schön bergauf. Was für eine kurvenreiche Strecke hier schon wieder. Mit den dazugehörigen Rucklern. Ah ja. Müssen wir nur hier bald mal wieder einen Ort finden, wo wir Pause machen können. Ah, da war eine Wiegerstation. Cool. Ich glaube, die bietet sich dafür direkt an. Ah, wo wir sonst sogar drauf waren. Na gut, wenn wir da eh schon beim Stehenbleiben sind.
dass die NPCs immer so extrem rabiat bremsen. Nee. Nee. Nee, auch nee, ich bin hier auch noch zwei in Schlange. Nö. Da stellen wir uns ja viel und viel nur zum Parken hin. Und gut, parken, da ist es ein bisschen lang. Können wir hier auf dem Grasstreifen parken? Ja, doch, der sieht lang genug dafür aus. Weil da vorne sind so Dinger. Wir sind einfach zu lang für diese Welt, kann das sein? So, versuchen wir mal hier so. Bam. Oh, siehst du? Passen wir doch komplett drauf. So, sieht gut aus. Bitteschön. Ach nee. Mutter war bereits aus. So. Und speichern. Sehr gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge dann wieder, wenn wir dann diese Mission tatsächlich auch wieder abschließen können. Sehr geil. Sehr geil. Gut, bis dann.